willkommen zum zweiten Teil meiner EVE Online-Serie. Der letzte Teil war die Charakterdarstellung. Naja, das ist die Fantasie eines jeden, was da dabei rauskommt. Jetzt sind wir im Hangar, in unserer Kapsel. Die Kapsel ist eigentlich unsere Heimat. Sie wird in die Schiffe reingesteckt und wir steuern dann die Schiffe mit unserer Kapsel. Was sind das hier für Icons rundherum? Da gehen wir heute ein bisschen genauer drauf ein. Ihr seht schon hier unten, es geht direkt das Tutorial los. Ich rate jedem, dieses Tutorial auch zu machen. Es gibt so einen Spruch hier in EVE Online, wer das Tutorial nicht macht, der spielt das Spiel auch nicht weiter. Auf jeden Fall würde ich jedem raten, dieses Tutorial zu spielen. Wir werden kurz reingucken. Erstens auch, um vielleicht noch ein bisschen an Items zu kriegen, Schiffe und vielleicht auf diesem Weg auch die einzelnen Punkte abzugehen, die man hier letztendlich machen kann. Gut, wir gehen mal zu unserem Interface, was hier quasi oben links in der Ecke die Systeminformationen bzw. die Route betrifft. Das kann man ausschalten, sodass das hier oben frei ist. Hier, das sind Informationen über das System bzw. die Region bzw. die Konstellation. Konstellation, Region, System. Wir sind im Moment auf dieser Station in Minmata-Gebiet. Was ja auch eigentlich logisch ist, weil wir haben ja als Minmata angefangen. Wir können hier jeweils Informationen über System bekommen. Das im Moment ist die Systemseite, auf der kann ich sehen, was für Planeten sind hier. Barrenplaneten, Lavaplaneten, Temperate. Nochmal ein Baron, hier haben wir noch ein Temperate, Stormplanet, Asteroidenbelts, wie viele Belts gibt es hier und was für Stationen. Auch die Monde sind hier angegeben und ja, das sind die Orbitalkörper aus dem System. Hier sehen wir nochmal die angrenzenden Sonnensysteme, alles was wo es von hier aus diesem System hingeht. Und hier, das ist die Beschreibung, es ist ein Solarsystem. Wir können hier über diesen Item Orte speichern. Diese Orte werden in einem Fenster, welches sich Personen und Positionen nennt. Wir können das auch hier oben aufrufen, Personen und Positionen. Wir können das hier unten aus dem Chatfenster auch einfach rausziehen, um uns das extra zu stellen und somit einen besseren Überblick zu haben. Ich habe das immer hier unten drin, um einfach ein bisschen an Platz zu sparen, denn dieses Spiel hat Fenster en masse. Ihr werdet das sehen, wenn wir ein bisschen mehr ins Detail gehen. Gut. Die Konstellation, Ordner, was für angrenzende Konstellationen sind da, was für zusammenhängende Sonnensysteme sind in dieser einen Konstellation. Wir können das auch wieder alles speichern und so weiter und so fort für unsere persönlichen Orte. Ja, und was für eine Region. Beschreibung der Region, nie wieder. Was immer das heißen soll. Angrenzende Region, von wo komme ich hin, wenn ich aus dieser Region rausfliege. Und zusammenhängende Konstellationen ergeben diese Region.
Heimata. So, mit dem anderen habe ich eine Reihe, die sich Route nennt. Das ist sehr wichtig, denn alle Ziele, die ich anfliegen kann, in dem fast unendlichen All, mache ich natürlich über einen Computer, der mir eine Route berechnet. Und diese Route, die kann dann eingestellt werden, ob sie nur durch Hochsicherheitsgebiet, sogenannten HISEC, oder auch durch niedrigere Sicherheitsgebiete, den LOSEC oder gar den NULLSEC, durchgehen soll. Was genau das bedeutet, was dahinter steht, kommen wir später noch dazu. So, wir haben hier oben erstmal das EVE-Menü. In diesem EVE-Menü findet man alles, was man braucht, um das Spiel zu spielen. Man hat viele Icons hier neben noch einmal, aber hier in diesem EVE-Menü sind wirklich alle drin. Wir fangen mal vor oben an. Wie gesagt, Inventar, aktives Schiff, Gegenstandshangar, Schiffshangar und Besitz sind auch hier aufgelistet. Das hier ist erstmal unser Inventarfenster. Das Inventarfenster beinhaltet alles, was wir lagern oder wo wir lagern können. Zum einen das Schiff, was im Moment keinen Lagerplatz hat, da wir in unserer Kapsel sitzen, und der Schiffshangar. Das ist der Hangar, wo unsere Schiffe drin liegen. Zudem haben wir noch den Gegenstandshangar. Dort können wir alles ablegen, was wir finden, was wir abbauen, was wir produzieren, was wir einfach nur auf dem Markt kaufen oder was immer uns den Laderaum im Schiff zuhaut. Ja, genau. Wir können das auf und zu machen. Das ist ein Fenster, was sich auch ändert. Beispielsweise im All, wenn man einen Container aufmacht, taucht er hier auch noch auf, sodass man wunderbar vom Container ins Schiff oder vom Schiff ins in den Container oder sonst irgendwo hin laden kann. Zum Zweiten haben wir das aktive Schiff. Das aktive Schiff ist im Grunde genommen das gleiche Fenster. Blöderweise, wie gesagt, Kapsel hat keinen Frachtraum. Aber wir sehen hier schon, dass wir eine Reaper haben. Die haben wir von unserem freundlichen Versicherungsunternehmen bekommen, wo wir noch gar nichts versichert haben. Aber es ist ja mal nett. Wir kriegen, sobald wir abgeschossen werden oder so, eine Fregatte bereitgestellt, mit der wir dann hinfliegen können, wohin wir wollen. Also die ist uns. Da können wir ja gerade mal einsteigen. Einsteigen ist einfach nur entweder doppelklicken oder, und das ist ganz wichtig in diesem Spiel, Rechtsklick ist unser Freund. Rechtsklick öffnet ein Kontextmenü und dort können wir eigentlich alles sehen, was wir mit dem rechtsgeklickten Item oder mit dem Schiff machen können. Hier können wir Reparaturangebote einholen. Wir können dieses Schiff erstmal aktivieren. Das ist ganz wichtig, denn das Schiff ist ursprünglich jetzt im Moment noch verpackt, wenn ich das richtig sehe. Aktivieren. Schwupp. Und jetzt bin ich schon drin. Jo. Doch, es war doch nicht mehr verpackt. Es war schon auseinandergepackt und ich konnte das direkt betreten. Das hier ist eine Fregatte. Die Informationen über diese Fregatte können wir uns auch über das Rechtsklicksmenü, über Info anzeigen, geben lassen. Dort haben wir eine komplette Beschreibung, die wir aber auch später nochmal angehen. Wir machen erstmal hier weiter, sonst kommen wir ja durcheinander. Gegenstandshangar hatten wir eben schon mal. Das ist der Hangar, der hier aufgelistet ist. Man kann dieses Menü raus und rein zoomen.
klappen. So, als nächstes haben wir den Schiffshangar. Den haben wir auch schon gesehen. Da ist jetzt im Moment diese Reaper. Und wir haben ein Fenster, was wir noch nicht gesehen haben. Das ist das Besitzfenster. Das Besitzfenster zeigt alle Gegenstände, die mir gehören und irgendwo verteilt sind, an. Im Moment haben wir nur die besagte Reaper in Hulm. Aber es wird passieren, dass wir später Sachen auf anderen Stationen ablegen. Und dann taucht jede einzelne Station hier auf. Aber dazu auch dann später nochmal mehr. Hier haben wir einen Zubehör-Ordner. Und zwar sind einmal hier die Browser-Lesezeichen und hier der dazugehörende Browser. Es ist ein Browser, der im Spiel integriert ist. Dieser Browser ist, ja, hat einen normalen Umfang, also man kann ganz normal damit surfen. Ein bisschen Probleme hat er mit YouTube oder mit Videos, das macht er nicht wirklich. Aber ansonsten alles wunderbar, kann man ohne weiteres irgendwelche Seiten aufrufen, nachlesen. Kein Problem. Der Taschenrechner, wichtig, gerade in diesem Spiel. Es geht um Millionen und Milliarden ISK später. Jeder Zehntel ISK kann im Grunde genommen einen Millionengewinn mit sich ziehen. Und da ist es wichtig, später genau zu wissen, was für Kosten man bewerkstelligen muss oder welche Kosten man decken muss und so weiter und so fort. Dafür ist das sehr hilfreich. Notizblock, klar, ist im Notizblock, ne? Man kann hier alles speichern, egal aus dem Internet, irgendwelche Listen, was man hat, hier abgespeichert. Das taucht dann hier üben auf. Man kann neue Ordner erstellen und so weiter und so fort. Eigentlich immer ganz hilfreich. Hier steht noch nicht viel drin. Da wir noch nicht wirklich ein Log verzeichnet haben, Kampflog und Systemlog ist das, glaube ich. Benachrichtigungslog, genau, wenn irgendwas passiert, wird das da drin gelockt. Man kann es immer noch mal nachlesen. Hier haben wir den nächsten Reiter, das ist die Wirtschaft. Ganz wichtig, der Markt. Der Markt ist in diesem Spiel eines der komplexesten Marktsysteme, was ich jemals in dem Spiel gesehen habe. Man produziert in diesem Spiel, der Spieler produziert in diesem Spiel mindestens 95% aller Gegenstände. Es gibt zwar auch genug sogenanntes Loot, kennt man ja auch aus anderen Spielen. Aber das meiste, was verkauft wird, das meiste, was gehandelt wird, sind spielergenerierte Gegenstände, spielergenerierte Schiffe. Das wird auch immer weiter vervollständigt. Es gibt immer wieder neue Gegenstände, die dann Spieler auch herstellen können. Man kann ja mal kurz hier reingucken, was zum Beispiel unter Schiffen steht. Unter Schiffen stehen jetzt erstmal die ganzen Schiffsarten. Da hätten wir jetzt meinetwegen hier Kapitelschiffe, Kapital. Dann gibt es hier drunter Unterordner, Kapital Industrial Schiffe, Dreadnoughts, Frachter, Sprungfrachter, Titans, Trägerschiffe und so weiter und so fort. Da kann man auch nochmal reingehen. Dann ist das nochmal in die Fraktion aufgeteilt. Und dann sieht man dann hier, was das für ein Schiff ist. Kann sich das angucken, kann sich Informationen über das Schiff geben lassen und könnte hier unter Details dann sehen,
das, was verkauft wird, aber Trägerschiffe werden im HISEC nicht verkauft. Man könnte jetzt hier mal bei Bergbaubarkassen gucken, zum Beispiel die Mackinnon, eine T2-Barkasse. Für den Bergbau geeignet würde, haben wir da was? Da gibt es was. Hier in der Region, hier auf der Station gibt es im Moment nichts. Aber ich habe hier oben einen Filter gesetzt. Wenn ich den Filter wegmache, kriege ich alles angezeigt. Und dann sehe ich, dass es diese Schiffe hier gibt. Geringster Preis ist, ich kann das hier nach Preis sortieren, 178 Millionen. Da gibt es drei Stück, die sind 8 Sprünge entfernt. Auf Amold 5. Republic Military School, das ist die Station in diesem System. Und den Rest gibt es in Renz. Renz ist ein Trade Hub, ein größerer Trade Hub. Da gibt es einige in diesem Eve-Universum. Der größte ist in Cheetah. Wird jedem dann auch ein Begriff sein, wenn er hier spielt. Aber das jetzt nur dazu, wie umfangreich der Markt ist. Wir werden da noch näher drauf eingehen. Wieder einmal, das habe ich schon öfters gesagt jetzt. Aber es ist halt einfach mal so, wenn man in diesem Spiel in eine Richtung ins Detail geht, kann das sehr, sehr lange dauern. Noch kurz auf das Fenster eingegangen. Oben sind Verkäufe. Man kann hier auch anzeigen lassen, wie zum Beispiel bei der Mackinnon, bei diesem Erzhauler, der Preisverlauf über ein ganzes Jahr ist. Ich kann das hier auch ändern, indem ich das auf ein halbes Jahr bzw. auf 10 Tage stelle. Dann sehe ich, wie die Preisverläufe sind, wie die Marktsituation ist. Hier unten diese Balken zeigen mir die Marktsituation, an wie viele Schiffe werden verkauft überhaupt. So, wenn ich das aufs Jahr stelle, sehe ich, dass ich hier mal einen riesen Sprung hatte. Da waren so über 200 Millionen, 200, 220, 230, 240 Millionen, und sind dann wieder in den Keller gegangen. Angebot und Nachfrage. Das, wie gesagt, das Verkaufsfenster, diese Leute wollen die Schiffe verkaufen, diese Leute wollen die Schiffe kaufen. Und da sieht man, was es für Unterschiede sind. Also 178 Millionen mindestens im Verkauf und 162 Millionen im Ankauf. Man sieht, dass hier einige grün sind und andere sind grau. Das ist hier oben bei den Verkäufern nicht der Fall. Was bedeutet das? Alles, was grau ist, die können von mir im Moment nicht kaufen, weil sie nicht in meiner Reichweite sind. Wenn wir uns das Fenster genauer angucken, sehen wir hier vorne, die erste Spalte zeigt uns die Sprünge an, wie viele Sprünge ist das entfernt. Die zweite Spalte den Preis, die dritte Spalte die Menge. Also genau wie er hier verkauft, kauft er hier an, 3 Stück. Der Standort von ihm ist in Patow, Kulheim. Und die Entfernung, Station, besagt, dass dieser Kollege das nur auf dieser Station ankäuft. Und eine Mindestmenge von 1. Das ist die Gültigkeit. Das Ding läuft noch 89 Tage. So, bei den Grünen hier unten sieht das folgendermaßen aus. Der Kollege ist hier auch 7 Sprünge entfernt. Kauft das aber nicht hier für 162 auf, sondern nur für 150 Millionen. Kauft nur 2 Stück in Lustrevik und kauft aber nicht nur auf der Station, sondern der kauft in der gesamten Region. Mindestmenge ist 1, läuft auch noch 89 Tage. Und hier sieht man, wie gesagt, dieser Kollege hier kauft über 4 Sprünge, die kaufen über die Region, die kaufen über 40 Sprünge. Und somit sind die Grünen in meinem Bereich. Also die Grünen würden jetzt einen Hauler von mir ohne weiteres ankaufen. Und ich würde den dann quasi hier auf der Station verkaufen und die müssten hierher kommen und müssten sich den abholen.
Aber ist nicht der Fall, haben wir auch nicht. Nur mal kurz zum, ja, zum kurzen Einblick, was der Markt hier bietet. Als nächstes haben wir die Verträge, denn zum einen ist es der Markt, zum anderen sind es die Verträge. Man kann für alles Verträge machen. Ich könnte jetzt zum Beispiel einen Vertrag aufsetzen hier. Da könnte ich sagen, ich möchte jetzt einen Gegenstandstausch machen. Also ich breche das nochmal ab. Ja. Gehe mal kurz hier aus dem Schiff raus. Jetzt bin ich wieder in meiner Kapsel. Und sag jetzt mal, dieses Schiff, da will ich einen Vertrag aufsetzen. Dann geht hier dieses Fenster auf. Und jetzt könnte ich sagen, die Vertragsart ist ein Gegenstandstausch. Und ich könnte das eventuell auf öffentlich machen oder auf privat. Wenn ich das privat einstelle, muss ich einen Namen eingeben und das wird dann quasi herausgefiltert. Dieser Name wird dann gesucht und man sieht es auch später nochmal. Und dann geht man hier auf, ich kann das auch hier auf Auktion stellen. Dann ist es ähnlich wie in anderen Spielen ein Auktionshaus. Es wird drauf gesetzt, es wird dann immer höher gesetzt. Oder hier gibt es auch Kurierfahrten. Also hier kann ich zum Beispiel auch sagen, hier, ich will das Schiff jetzt, Gott weiß wohin, geschippert haben. Ich biete dafür, nur um einen Preis zu nennen, 1000 ISK, ist natürlich nichts in dem Spiel, aber ich biete 1000 ISK und jetzt sind wir hier mal beim Gegenstandstausch, privat oder sagen wir öffentlich. Ich gehe auf Weiter, dann sagt er mir hier, dass ich meine Reaper verkaufen will. Ich gehe immer noch auf Weiter. Nicht leere Container. Sie lassen einen nicht leeren Container in einen Vertrag einfließen. Aha, genau. Dann hat diese Geschichte hier Inhalt ansehen. Ah, da ist noch ein bisschen Tritanium drin. Ein bisschen Mineralien. Ein Tritanium, das ist ja gar nichts. Gut. Ja. Und jetzt könnte ich hier sagen, ich werde bekommen. Also ich könnte jetzt einen Gegenstandstausch machen und ich will dafür einen Festpreis. Ich will dafür, nur um einen Preis zu sagen, 100.000 ISK. Dann würde ich diese 100.000 hier eingeben. Wenn ich einen Basispreis, es gibt keinen Grundpreis für die Gegenstände. Na gut. Der Ablauf wäre dann meinetwegen in 2 Wochen oder in einem Tag, das kann ich auch einstellen. Diese 4 Möglichkeiten habe ich. Und ich kann eine Beschreibung eingeben. Wenn ich das gemacht habe, komme ich ins nächste Fenster und kann diesen Vertrag abschließen. Wenn ich diesen Vertrag abgeschlossen habe, ist das Schiff hier weg und steht auf einer Vertragsseite. Hier sehe ich meine Verträge. Ich habe im Moment keine Verträge, deswegen steht auch nichts drin. Aber der nächste Reiter sind die verfügbaren Verträge. Diese Verträge können wir uns mal kurz angucken. Gegenstandstyp geben wir nichts ein. Alle Regionen, Vertragsart, alles. Gegenstandskategorie, alles. Mehrfache Gegenstände ausschließen wollen wir nicht. Wir wollen mal alles sehen. Preis, Millionen, Maximum auch nichts. Öffentlich soll es sein. Sicherheitsfaktor, okay, da geben wir mal nur die hoch. Niedrige Sicherheitsfaktor und auch keine ohne Sicherheit. Auftraggeber ist uns dann auch egal, genau, logisch, das lassen wir auch auf. Und dann machen wir mal Zoomen und dann zeigt er uns hier schon Verträge. Dann haben wir hier einmal Kaufgesuche, das ist alles, sind alles Kaufgesuche. Bis alles Kaufgesuche. Gehen wir mal auf die 7. Reihe. Das sind Verkäufe, genau. Verkäufen von Blueprint. Ich suche mal irgendwas, ein Schiffchen oder so. Hier. Da haben wir gerade eine Reaper. Guck mal hier. Hier will einer seine Reaper verkaufen. Der hat so einen Vertrag gemacht. Ein Gegenstandstausch. Von dem Chypri, wie auch immer er heißt. In der Region Metropolis ist er.
der will für zwei Reaper 200.000 ISK. Da habe ich doch gar nicht so schlecht gelegen. Ja, es ist 9 Sprünge entfernt. Es ist, hier steht das System mit der Station und man sieht einen kleinen grünen Punkt davor. Das ist im Highsec. Wäre da ein roter Punkt, dann wäre das im Lowsec und das ist eine niedrige Sicherheitsstufe ohne Polizei, also beziehungsweise nur eingeschränkt. Wenn ich jetzt hier, wir haben ja schon mal gesagt, Rechtsklick ist unser Freund. Zum einen kann ich mir die Route anzeigen lassen, zum anderen habe ich hier, das ist verlinkt, Rechtsklick, wie gesagt, alles was verlinkt ist, kann ich rechtsklicken. Ich kann mir die Info anzeigen lassen über das System wieder mit den einzelnen Stationen und so weiter und so fort. Ich kann aber auch hier einen Kurs setzen. Wenn ich das mache, zeigt er mir hier oben, das hatten wir eben mit unserer Route, genau diesen Kurs an. Diese Vierecke sind immer ein System. Ich muss also von hier aus springe ich los, von Hulm nach Ameinaka. Genau. Und so geht es dann immer weiter bis nach Josekorn. Und da ist der Kollege, hat diese Schiffe da abgelegt. Wenn ich sie kaufen wollte, will ich aber nicht. Gut. So viel zu den Verträgen. Man kann hier Filter eingeben, um nur Schiffe zu suchen, um Blueprints zu suchen. Das sind Blaupausen. Ne? Blueprints, Blaupausen, um irgendwelche Sachen herzustellen, kommen wir auch später noch zu. Das machen wir zu. Wir gehen mal zum nächsten. Unser Konto. Unser Konto hat im Moment 5000 ISK. Wo haben wir es her? Wo kommt das her? 5000 ISK muss ja irgendwo herkommen, ist ja nicht wenig. Da gucken wir mal hier ins Logbuch und laden das. Und dann sehen wir, guck mal hier, wir haben ein Erbe. Erbschaft von Republic University. Vielleicht hatten wir da einen Professor oder was, der mit uns verwandt war. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ein Erbe. Wir haben 5000, mag uns recht sein. Wir sehen hier, was wir an Aktien haben. Können Aktien kaufen von irgendwelchen Kooperationen. Die geben Aktien raus. Das ist nochmal eine Sache, wo man genauso schnell Geld verlieren kann, wie man es gewinnen kann. Was habe ich für Aufträge? Verkaufe ich Sachen? Meine Verkäufe, das ist das, was bei den anderen im Markt eben oben die Verkäufer waren. Unten sind meine Käufe. Und hier unten sehe ich informativ, wie viele Aufträge kann ich auf dem Markt geben? Wie viel habe ich in Hinterlegung für Käufe? Wie viel habe ich Maklergrundgebühr? Wie viel habe ich Handelssteuer? Wie viel habe ich insgesamt an Verkäufen auf dem Markt? Wie viel habe ich insgesamt an Käufen auf dem Markt? Mit dieser Handelssteuer und dieser Maklergrundgebühr, das sind Sachen, die man später verringern kann. Man kann diese Preise oder diese Prozente verringern, indem man skillt. Denn in diesem Spiel wird nichts mit irgendwelchen Skillpunkten, die irgendwo verlegt werden, geskillt, sondern hier skillt ausnahmslos die Zeit. Hört sich blöd an, aber kommen wir auch gleich noch zu. So, und Transaktionen sehen wir hier auch noch mal, was im Moment gerade an Transaktionen gelaufen ist. Wenn wir dann später, wenn das sich ein bisschen gefüllt hat, wenn wir schon was gemacht haben, werden wir hier was sehen drin. Da kann man das besser erklären. Gut. In diesem Fenster Wissenschaft und Industrie geht es darum, hier wird alles dargestellt, was wir produzieren oder erforschen oder in irgendeiner Weise. Als ersten Reiter hätten wir hier die Aufträge. Hier werden alle Aufträge dargestellt, was Fertigung betrifft, was Forschung von Blueprints betrifft, Effizienzforschung und so weiter und so fort. Egal wo das, auf was für einem Planeten das ist, hier drin wird das angezeigt. Die Blueprints zeigt uns Blueprints, die auf Position liegen, auf irgendwelchen Stationen liegen, aber nicht in Containern. Ist das der Fall, können wir
eventuell mit den nötigen Skills eine Fernherstellung oder auch eine Fernforschung betreiben. Also wir können von anderen Positionen auf dieser Position forschen. Gut, als nächstes haben wir hier, Moment, die Installationen. Genau. Installation sagt uns, auf was für Planeten sind Slots frei, wo ich eventuell hier Fertigung, Materialeffizienzforschung, Zeiteffizienzforschung oder sonst irgendwas betreiben kann. Ja. Planeten. Mit den Planeten, das ist so eine Sache. Auch alles, wie gesagt, hier im Spiel Skill basiert. Man muss das alles skillen, aber man kann von diesem Planeten gewisse Sachen abbauen, kann gewisse Sachen erbauen auf dem Planeten selbst und kann eine gewisse Infrastruktur aufbauen. Und ja, das ist ein gutes Mittel an ISK zu kommen. Hier werden die ganzen Planeten, wie gesagt, dargestellt. Und dann haben wir noch ein paar Einstellungen, die aber hauptsächlich für Nutzer von eigenen Stationen später ist, wer kann meine Station benutzen, beziehungsweise wer darf bei mir irgendwas erforschen. Das ist das Ganze ein bisschen, naja, was heißt ein bisschen? Man kann also hier genau einstellen, wer darf hier was und wer darf das hier nicht. Ne? Geht es hier nur um Ansehensbereich oder geht es hier auch um Allianzmitglieder oder Kooperationsmitglieder, die hier auf meiner Station gewisse Sachen tätigen dürfen. Ja, das war das Wissenschaft- und Industriefenster. Dann geht es weiter. Das hier ist der Agentenfinder. Der Agentenfinder findet Agenten. Ja, sehr logisch. Und zwar können wir hier einstellen, über Filteroptionen, was für eine Fraktion bzw. was für eine Kooperation für wen wir welche Aufgaben machen wollen. Hier hat vieles läuft hier über Faction, über Ansehen in gewissen Kooperationen. Ansehen bei einer einen Kooperation gibt ein bisschen weniger Ansehen bzw. negatives Ansehen bei einer anderen Kooperation. Hier können wir die Regionen eingeben, wo wollen wir das machen, Sonnensystem. Ist das in einem Hochsicherheitssystem oder gehen wir auch mal ins Grobe, unten, wo keine Polizei ist, sagen wir es mal so. Und was für Agenten sollen es denn sein? Soll es denn eine Bergbaumission sein oder Forschung und Entwicklung? Soll es ein Vertrieb sein oder eine Storyline-Mission, Karrieremission und so weiter und so fort. Hier sehen wir noch 1, 2, 3, 4, 5. Das sind die Stufen, in denen wir die Agenten beauftragen, beziehungsweise die Agenten uns beauftragen können. Im Moment haben wir relativ wenig Faction, somit auch Agentenstufe 1. Bei Agentenstufe 2, wir können das dann hier verstellen, haben wir noch nichts. Ihr seht das auch immer. Hier, das ist Stufe 1 Sicherheit. Stufe 1 können wir machen. Später sehen wir dann, wenn Agenten höhere Faction benötigen, sehen wir genau ab, wann wir diesen Agenten dann benutzen können. Höhere Agenten, bessere Missionen, größerer Profit und so weiter und so fort. Man weiß, wie das geht. Gut, es geht weiter. Fraktionskriege. Fraktionskriege ist relativ neu in EVE Online. Relativ neu, sage ich. Hier geht es darum, dass gewisse Systeme man in einen Fraktionskrieg mit eingreifen kann. Man kann sich dort anmelden. Wäre mal eine Sache, die man ohne weiteres auch mal durchführen könnte. Wäre aber für mich genauso Neuland wie für euch, denn da habe ich überhaupt noch keine Erfahrung. Null. Aber sowas kann man ja
durchaus lernen. Gut, würde ich sagen, kommen wir später nochmal zu. Dann haben wir hier Kopfgeldbüro. Was für Kopfgelder sind ausgesetzt? Auf wen? Was sind hier maximal Kopfgelder? Jeder ist auf Stufe 1, der Santo Trafficante. 4,1 Milliarden Kopfgeld auf den Mann ausgesetzt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Meistgesucht, was ist hier meistgesucht? Meistgesucht ist der Flum Z. Kopfgeld 64 Milliarden. Wow. Okay. Ich kann auch Kopfgelder vergeben. Jeder kann Kopfgelder vergeben. Wenn mir irgendjemand nicht passt, irgendjemand mich zur Weißglut getrieben hat, kann ich ein Kopfgeld auf ihn aussetzen. Und somit mache ich es interessanter, diesen Mann abzuschießen. Denn dann wird das Kopfgeld ausgezahlt. Gut. Kopfgeldbüro sind wir durch. Als nächstes Sozial, E-Mail. Ganz normale Mailer. Was für Benachrichtigungen? Später sind das zum Beispiel Benachrichtigungen über Angriffe auf Stationen zum Beispiel. Von der Kooperation, von der Allianz, Kopfgeldansagen, E-Mail sind Mails, die an dich selbst geschrieben werden, die von der Kooperation, von der Allianz kommen oder wie auch immer. Eigentlich ein ganz normaler E-Mail-Client fürs Spiel. Gut, Kalenderfunktion kennt man von anderen Spielen auch. Da sind gewisse Sachen angesetzt. Hier zum Beispiel New Player Training Skills. Hier ist was um 17 Uhr. Auch New Player Training Piloting. Also Piloting Your Ship. Okay. Muss man mal gucken, oder müsste man mal gucken, wer sowas überhaupt. Hersteller CCP, also das kommt vom Hersteller selbst hier. Ich gucke deswegen, weil es, ich habe es ja schon mal gesagt, es ist ein unfassbar umfangreiches Spiel. Hier hat sich eine Kooperation gegründet, vor längerem schon EVE University, habe ich von gehört. Also die müssen das auch ganz, ganz, ganz extrem treiben, was die Ausbildung betrifft. Das läuft wirklich wie in der Universität. Ich habe einen studierenden Kumpel, der auch EVE Online spielt, der hat gesagt, also von der ganzen Strukturierung her könnten sich manche Universitäten da eine Scheibe von abschneiden. Also das muss ganz extrem laufen da. Mit Vorlesungen, wie gesagt, und Live-Geschichten dann. Das geht alles online, aber muss schon der Hammer sein. Aber auch alles in Englisch, so viel ich weiß. Gut, wo waren wir? Kooperation, ja. Was für eine Kooperation habe ich, wenn ich eine Übersicht habe? Im Moment bin ich in Republic University. Das ist eine NPC-Kooperation. Ich bin eigentlich generell in diesem Spiel in einer Kooperation. Gehe ich nicht in eine private Kooperation oder beziehungsweise verlasse ich diese Kooperation, bin ich automatisch wieder in einer Kooperation NPC basiert. Ich sehe hier, das ist zwar ein NPC, aber hier sehe ich den CEO, den Chef dieser Kooperation. Wo ist das Hauptquartier? Was ist der Kürzelname? Wie viele Aktien hat diese Kooperation? Und was hat die für einen Steuersatz? Dieser Steuersatz wird erhoben auf Missionen, Agentenmissionen, so viel ich weiß, Kopfgelder müssten auch Steuersätze drauf verrichtet werden, so viel ich weiß. So, Büros. Welche Büros hat diese Kooperation? Keine. Aber Stationen haben sie. Ein paar. Ist halt eine NPC-Kooperation, die kann sich sowas leisten. Gut. Hier haben wir Rekrutierung, wenn man eine Kooperation sucht. Man kann hier auch gewisse Filter einstellen. Sprachen, deutsche Kooperation oder nicht. Ich weiß gar nicht, habe ich es schon gesagt. EVE Online wird
als, ich wüsste gar nicht, wie viel Spiele es gibt, die nur auf einem Server weltweit gespielt werden, beziehungsweise ist natürlich ein Cluster, aber alle spielen in einem Spiel. Und damit tut EVE Online auch schon seit Jahren immer wieder Rekorde brechen. Das letzte war, glaube ich, der Rekord meister Online-Spieler in einem Spiel, 65.000 im Mai 2013, wenn ich nicht irre. Gut, so viel dazu. Hier kann man sich, wie gesagt, Kooperationen suchen. Es gibt Kooperationen wie Sand am Meer. Mitglieder in der Kooperation, komischerweise, werden hier keine angezeigt, beziehungsweise hier werden nur die mit Orden angezeigt. Komisch. Was für Kriege? Abschussberichte. Wer ist wo abgeschossen worden? Das ist, wie gesagt, jetzt diese NPC-Koop, in der auf jeden Fall jeder Anfänger drin ist und die, die hier ums Leben gekommen sind, sagen wir mal, die ihr Schiffchen hier verloren haben, das sind alles Spieler. Was für Kriege laufen? 50 zuletzt geführte Kriege? Gegen wen? Und so weiter und so fort. Unsere Kriege, Republic University, NPC, ist nicht im Krieg. So, und dann ist hier noch das Fenster für Allianzen. Rangliste der Allianzen und so weiter und so fort. Mitglieder, Allianzkontakte, Bewerbungen. Aber uninteressant, wir sind in keiner Allianz und wir sind nur in einer NPC-Koop. Im Moment noch. Gut, Souveränität. Hier sieht man, wie die Souveränität verteilt ist. Im Highsec, jetzt hier, wo wir sind, ist es relativ uninteressant, denn es ist alles Minmata Republic von der Souveränität her. Aber im Lowsec, also sprich im niedrigen Sicherheitsgebiet, wird das durchaus interessant. Tja. Da ist es auch schon langsam wieder an der Zeit. Wir sind durch die ersten Reiter durch. Kämen jetzt zur Charakterübersicht. Wir haben noch keinen Millimeter geflogen und ich bin hier noch nicht mal mit dem durch. Trotz alledem würde ich sagen, wir machen hier mal Schluss. Als nächstes werden wir die paar noch angehen, die hier noch fehlen. Und dann werden wir zusehen, dass wir mal die Station verlassen, um einfach mal ins All zu kommen. Um einfach mal so langsam das Feeling auch drauf zu kriegen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen gebt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.